Bisher haben wir diese Auszeichnung im Rahmen einer festlichen Gala verliehen. Dieses Jahr müssen wir andere Wege gehen. Aber auf die Vergabe der Preise wollten wir trotzdem natürlich nicht verzichten. Denn auch wenn Corona seit Monaten die Schlagzeilen dominiert, wir dürfen die anderen drängenden Aufgaben, die vor uns stehen, nicht aus den Augen verlieren. Und die Menschen, die wir heute würdigen, liefern ermutigende Beispiele, wie wir gemeinsam zu einer zukunftsfähigen und enkeltauglichen Gesellschaft werden können. Wir möchten euch und Ihnen kurz unsere Jury vorstellen. Das sind der Bund Naturschutz Ehrenvorsitzende Professor Dr. Hubert Weiger, die Umweltjournalistin und Bestsellerautorin Ilona Jäger, Dieter Brübach, Geschäftsführer beim Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management, Professor Dr. Matthias Fifka, Vorstand des Instituts für Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Geschäftsführerin von Merzpunkt, Martina Merz, Dr. Manuel Schneider, der Geschäftsführer des Vereins Ökom und als Vertreter der Brauerei gehört Johannes Ernstberger der Jury an. Gestiftet hat den Neumarkter-Lamsbräu-Preis für Nachhaltigkeit vor 19 Jahren Dr. Franz Ernstberger, der nun ein paar Worte sagen wird. Hallo meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Endgeräten. Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Preis heute tatsächlich zum 19. Mal verleihen dürfen. Die meisten Unternehmen, Initiativen und Menschen, die wir in den vergangenen fast 20 Jahren auszeichnen durften, haben. Ich freue mich sehr darüber, dass wir unseren Preis heute tatsächlich zum 19. Mal verleihen dürfen. Die meisten Unternehmen, Initiativen und Menschen, die wir in den vergangenen fast 20 Jahren auszeichnen durften, haben ihren Weg konsequent weiterverfolgt. Sie haben dazu beigetragen, dass das Thema Nachhaltigkeit heute gesellschaftlich wesentlich mehr Gewicht hat. Gleichzeitig bin ich auch besorgt, denn hinter uns liegen fast 20 Jahre, in denen viel zu wenig passiert ist, was ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit betrifft. Unsere Nominierten und Preisträger machen es uns vor, welche zukunftsfähigen Alternativen wir haben. Wir sind stolz darauf, sie Ihnen heute vorstellen zu dürfen. Auch die nächste Kategorie ist in diesem Jahr neu definiert worden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, familiengeführte Unternehmen auszuzeichnen. Denn sie spielen eine besondere Rolle in unserem Wirtschaftssystem und tragen in besonderer Weise Verantwortung. Die Möbelmacher GmbH fördert mit ihrer nachhaltigen Manufaktur regionale Kreisläufe. Das Unternehmen ist konsequent ökologisch und engagiert sich mit unzähligen sozialen und kulturellen Aktivitäten. Loveco versucht mit seinem ökologischen, fairen und veganen Geschäftsmodell die Modewelt zu revolutionieren. Dabei macht das Unternehmen auf die Missstände der konventionellen Modebranche aufmerksam. Das an Werten orientierte Familienunternehmen VD strebt an, vollständig mit recycelten und biobasierten Materialien zu arbeiten. An den Produktionsstandorten weltweit werden ökologische und soziale Ziele vorangetrieben. Wir sind die Möbelmacher. Seit 1988 kümmern wir uns liebevoll um Ihre ganz persönliche Einrichtung. Mit Ihnen zusammen entwerfen wir Ihre Küche oder alle anderen Räume, die unser Team dann in Einzelanfertigung in unserer Werkstatt vollendet. Aus dem Massivholz der Hersbrucker Alb und anderen wohngesunden und ehrlichen Materialien. Vom Fußboden bis zur Beleuchtung, samt Polstermöbeln, Matratzen und Küchengeräten stehen wir für alles Gute zum Einrichten. Die Forstbetriebsgemeinschaft liefert die Laubbäume aus der Nachbarschaft, die wir auf unserem Gelände sorgfältig sägen und stapeln. Im Außenlager trocknen sie einige Jahre und bereiten sich auf den großen Auftritt als langlebige Küchen oder Möbel vor. Sie werden sie lieben, umziehen, vererben oder nach Jahrzehnten von uns aufmöbeln lassen. So verbinden wir nachhaltiges und regionales Wirtschaften mit Lebensqualität. Handgemacht in Unterkrumbach. Liebe Frau Fiedler, herzlichen Glückwunsch für Sie und für Ihr Unternehmen. Nehmen Sie die Preise und die Trophäen mit nach Hause. Vielen herzlichen Dank. Ah, von mir herzliche Gratulation, alles Gute. Von mir gibt es den Scheck. Wirklich eine tolle Leistung, die Sie da seit Jahren und Jahrzehnten schon fast wirklich machen. Ja,
vielen, vielen herzlichen Dank an das ganze Lamsbräu-Team vom ganzen VD-Team. Wir freuen uns riesig über den Preis. Und ja, lieber Michael, danke für die total herzliche Laudatio. Und ebenfalls herzliche Glückwünsche an unsere Nominierten, Herbig Danzer und seine Möbelmachern und dem Team von Loveco. Sie haben mit Ihren beiden herausragenden Unternehmen gezeigt, dass man völlig neue Wege gehen kann und dennoch oder gerade deswegen sehr erfolgreich ist. Herzlichen Glückwunsch. Also erstmal vielen, vielen Dank an die Neumark der Lamsbräu. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Es ist total schön zu sehen, dass wir Fridays for Future gewertschätzt und auch ausgezeichnet werden. Denn wir kämpfen für etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Unsere Zukunft und die Zukunft des Planeten. Gerade während dieser Pandemie ist es total wichtig, dass wir die Klimakrise eben nicht aus den Augen verlieren. Denn auch wenn sich momentan fast alles um Corona dreht, ist der Klimawandel immer noch da. Und er macht doch keine Pause, damit wir uns auf ein Problem konzentrieren können. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiterhin für die Umwelt einsetzen und jetzt bloß nicht aufhören. Ich hoffe, ihr wart heute alle bei unserem globalen Klimastreik und unterstützt uns auch bei unseren zukünftigen Aktionen. Denn nur wenn wir alle zusammen mithelfen, können wir das Schlimmste noch verhindern. Dankeschön. Vielen Dank für diese tollen und ermutigenden Worte und für das herausragende Engagement von euch. Weiterhin viel, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen und zeigt es denen, die es entscheiden, wie es weitergehen soll. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Nominierten und Preisträgern von ganzem Herzen bedanken. Ihr seid wirklich großartig. Wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Preis zumindest ein bisschen von dem zurückgeben, was ihr Großartiges leistet. Und wir hoffen, ihr könnt so den Weg, den ihr in der Vergangenheit so konsequent gegangen seid, auch in Zukunft weiterführen. Ja, und ein großes, großes Dankeschön an alle Laudatoren, Juroren und die Mitwirkenden hier hinter den Kulissen. Es hat großen Spaß gemacht. Nächstes Jahr verleihen wir unseren Preis für Nachhaltigkeit zum 20. Mal, dann hoffentlich wieder live und persönlich mit unseren Gästen hier vor Ort. Wer sich dafür bewerben möchte, kann das ab sofort auf unserer Website tun. Und wer heute etwas verpasst hat, sowohl das Nachhaltigkeitsforum als auch der Preis für Nachhaltigkeit bleiben im Internet abrufbar. Schaut einfach nochmal vorbei. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis dann.